Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Spieletipp. Und heute haben wir Alpha Polaris, ein Horror-Adventure-Point-and-Click. Sind wir mal gespannt. Okay, liebe Freunde, legen wir mal los. Hier haben wir Alpha Polaris. Alpha Polaris ist ein Point-and-Click-Horror-Abenteuerspiel, das von der finnischen Firma Komol Games entwickelt und von Just a Game veröffentlicht wurde. Es wurde am 24. Juni 2011 für den PC veröffentlicht. Das Spiel spielt in einer Forschungsstation in Grönland. Richtig kalt dort oben. Wen haben wir denn hier? Wir spielen Ruth Knutson. Ruth Knutson ist mit Leib und Seele Biologe. Knutson, was würdest du gerne nennen? Dann Knutson? Der derzeit auf einer abgelegenen Forschungsstation in Grönland seinen Dienst leistet. Dort ist der Norweger für die Erforschung der Eisbären zuständig, die im hohen Norden noch regelmäßig vorkommen. So regelmäßig, dass sie den Forschern auf ihren Wanderungen bisweilen viel zu nahe kommen. Oh mein Gott, Hilfe. Allerdings ist das eisige Paradies bedroht. Oh mein Gott, woran in diesem Fall mal nicht die Erderwärmung schuld ist, wie in allen anderen Fällen hier auf unserer schönen Welt. So viel Erderwärmung, so viel Klimawandel, ich hab solche Angst, das ist ein Schwachsinn. Leider sind es gerade Knutz-Kollegen, die für Probleme sorgen, da sie auch noch Bodenschätze suchen. Diese Schweine! Manch einer freut sich sogar schon auf seine fette Prämie, wenn endlich Öl gefunden wird. Für unseren guten Ruhn ein wahrer Albtraum, denn das wäre das Ende des Grönlands, was er so liebt, so inbrüstig. Zudem glaubt er nicht, dass in erster Linie die Einheimischen von Öl profitieren würden, sondern irgendwelche Konzerne, ja, scheiß Großkonzerne. Unser lieber guter Ruhn ist natürlich komplett dagegen, weshalb er von seinen Kollegen als Ölfreak oder Ölgegner bezeichnet wird. Nein, so etwas Böses aber auch. Hinzu kommt aber auch noch, dass er als Norweger einen schweren Stand hat, da er auch mal Opfer von Beschimpfungen wird, die arme Sau. Ruhn seinerseits hält die anderen eher für durchgeknallt, was insbesondere für sein Spezi Duni gilt. Da die Macher alle aus Finnland stammen, erscheinen diese skandinavischen Frotzeleien in einem interessanten Licht und zeigen sich als ironisch witzig. Aber natürlich finden sie auch was. Muss ja sein, sonst wäre das Spiel ja langweilig. Doch irgendwie scheint den Insassen der Station trotz ihres Fundes kein Glück vergönnt. Denn die seltsamen Ereignisse häufen sich. Die Eisbären verhalten sich seltsam, die Menschen ebenfalls. Das Polarlicht schimmert grünlich, alle schlafen schlecht und haben Albträume, die nur zu real erscheinen. Jetzt kommt der Horror, liebe Freunde. Ist es wirklich nur der Lagerkoller oder sind es doch die elektromagnetischen Stürme, die Ell dafür verantwortlich macht? Wer weiß das? Das geht sogar so weit, dass Runes Kollegen immer mehr ausrasten. Gleich in der ersten Nacht muss er Tuli beruhigen, der plötzlich aggressiv wird, aber wie Sau. Auch mit dem Sohn des Chefs, der plötzlich auftaucht, gibt es Ärger, da er sich wie ein Idiot benimmt. Dieser Idiot, dieser Spacken. Der einzige Lichtblick bleibt Nora, mit der Rune sich gut versteht. Na gut, liebe Freunde, ich will jetzt hier nicht mehr so viel vorausnehmen. Ich möchte bloß eins sagen, ich hab's für euch durchgespielt und die komplette Lösung ist hoffentlich jetzt hier oben in der Infokarte zu sehen, wenn ich, Entschuldigung, aber ich hab's durchgespielt, ich hab's geschnitten, es ist alles schon fertig. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zuschauen, ihr seid die Besten und bis zum nächsten Spieletipp. Ciao, tschüss, ihr seid die Besten.